Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken Between Time and Space. So, wir müssen anscheinend irgendwie den Chuck aufwecken. Ich habe ein paar Ideen, wie wir das machen könnten. Erstens, Wasser. Das leider geht nicht. Schade. Zweitens, ein seltsamer mit einer Skeletthand Ohrfeigen. Das hilft mir nicht. Schade. Drittens, eine Kakerlake über den Bauch krabbeln lassen. Ich sollte es lieber anders ver... Schade. Viertens, oder sind wir schon bei viertens? Das mit Wasser füllen. Ach, das Meer ist gar kein Objekt. Na dann wahrscheinlich das werde ich nicht. Schön. Fünftens. Ah, wartet mal. Ich gebe mal Annie die Zeitung. Hi, Annie. Möchtest du vielleicht eine Ausgabe meiner Zeitung lesen? Oh gut. Hier, dann kannst du mein Buch haben. Ein bisschen Sprachästhetik kann dir nur guttun. Danke. Was ich dir noch sagen wollte, verlass sofort diesen französischen Pseudo-James Bond wieder und heirate mich. Zack, ich mache hier gerade Flitterwochen. Lass uns später über sowas reden. später. Okay, ja. Wenn du meinst. Na dann, bis bald. Mach's gut, Zack. In den Flitterwochen trennt man sich nicht von seinem Ehepartner. Später dann, nach den Flitterwochen, so... Nachdem er ein, zwei Wochen verheiratet ist, dann können wir drüber reden. Okay, ich verstehe. So, wo war ich stehen geblieben? Mit der Brechstange wachhauen. Schade, das funktioniert nicht. Hey, mit der Schaufel wachschaufeln. Aber der Sand ist kein Objekt. Das hat mir schon als Kind Spaß gemacht. Nein, das geht wirklich. Es macht mir noch viel mehr Spaß, Jack einzubuddeln. Ha, tatsächlich. Das Folgende bitte nicht zu Hause nachmachen. Viel später. Das ist lustig, damit habe ich nicht gerechnet. Niemand hat's gesehen. Zachary, diese Sandburg ist ein Meisterwerk. Annie, es ist etwas Furchtbares passiert. Was ist denn los? Also, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Zack, ich werde nicht gleichmäßig braun, also beeil dich ein bisschen. Ich will dir aber nicht wehtun, Annie. So langsam machst du mir Angst. Also was ist? Nun rede schon. Es geht um Jack. Was ist passiert? Ich habe ihn am Eingang getroffen. Er trug einen Rucksack und einen sonderlichen Hut. Ja, und? Und, bis auf den Hut war er nackt. Und weiter? Und weiter hatte er nichts an, Annie. Hat dich der Anblick etwa paralysiert? Ich will wissen, was dann passiert ist. Ach so, ja, er hat davon geredet, an den Nordpol zu ziehen. Eine Selbstfindungssache und so. Und ich soll dich noch grüßen und dir alles Gute wünschen. Es tut ihm leid, dass alles so enden musste, ja. Wie bitte? An den Nordpol? Aber sag mal... Ja? Nun... Ich frage mich, ob ihn nicht vielleicht nur irgendwelche Kinder vergraben haben. Vielleicht in dem Sandhaufen da hinten? Kinder? Siehst du hier irgendwo Kinder, Annie? Nein, aber einen ewig jung gebliebenen. Nämlich dich. Traust du mir das wirklich zu, Annie? Dass ich einen lebenden Menschen verbuddle? Also, wenn ich ehrlich bin, nein, du hast wohl recht. Dafür bist du viel zu uncool. Danke. Dann bin ich ja erleichtert. Tut mir leid, Zack. Nur zu, immer auf die Kleinen, ja, ja. Bist du sicher, dass er nicht zurückkommen will? Ganz sicher. Sein Entschluss schien endgültig. So ein Mist. Warum hab ich nur immer dieses Pech mit den Männern? Weil du blond bist. Wie bitte? Ach, vergiss es, ich hab nur laut gedacht. Meinst du wirklich, es lag an der Haarfarbe? Wahrscheinlich hast du recht. Bei meinem Wischmopp nehmen die Kerle wohl massenweise Reis aus. Dieser Mistkerl. Er braucht gar nicht wiederzukommen. Seinen Job kann er jedenfalls vergessen. Dafür werde ich sorgen. Das ist meine Chance. Zack? Ja? Vielen Dank, dass du dich so für mich eingesetzt hast. Vielleicht können wir demnächst ja wieder mal einen Kaffee trinken oder so. Na klar. Na, das lief doch ganz gut. Annie hat es nicht allzu schwer genommen und der arme Jack hat seine gerechte Strafe erhalten. Ist Jack tot?
Es wirkt auf mich so, als wäre er tot. Es gibt weder eine Klingel noch sonst etwas, um den Barmann zu rufen. Eine dieser hässlichen Südseetouristenbars. Die will ich nicht mal geschenkt. Ein Cocktail wäre nicht schlecht, aber ich sehe niemanden vom Personal. Die fällt sicher bei der geringsten Bewegung auseinander. Die Bar hat keine Tür. Es gibt weder eine Klingel noch sonst etwas. Ah, okay. Fisch? Ein Fisch, das Logo einer Bar, in der es sicherlich wieder nichts zu essen gibt. Ich hätte Lust dazu, aber er hängt einfach zu hoch. Ein Pickup und ein Seil wären hilfreich. Das Handtuch gehört dem Club. An dieser Stelle erinnere ich gerne an den Club-Kannibalen. Das Handtuch gehört dem Club. Nein, ich habe keine Badehose dabei. Das brauche ich nicht. Was man mit Sand und Willenskraft doch alles bauen kann. Was... Sind wir jetzt hier fertig? Wir haben jetzt Annies Ehemann umgebracht, okay. Der ist tot. Und haben wieder mal in alter Adventure-Manier ein bis zwei Leben zerstört. Wenn nicht sogar genommen. Aber was haben wir denn bekommen außer einem Buch? Ein Buch über verbale Umgangsformen. Auf der Rückseite steht auf Wissenschaftskolloquien eine Einladung zu einem Dinner mit blaublütigen Edelmännern oder gar ein Treffen mit gesetzlosen Motorradgangs. Verbale Umgangsformen bestimmen ihren Erfolg in allen Lebenslagen. Ja. Wir konnten doch vorher nach Paris fliegen, ne? Jetzt verstehe ich. Irgendwo brauchen wir das in Paris bestimmt. Das lese ich nur unter Protest. Da fühlt man sich gleich wie neugeboren. Hochwohlgeboren. Na, dann fliegen wir mal nach Frankreich. Was weißt du nicht? Kann ich von hier bitte auch gleich ein Ticket kaufen? Nach Paris? Ja. Na dann. Ja, auf nach Paris. Hey, das wollte ich gerade sagen. Wirklich. Das geht dann nicht. Du kannst mir nicht meine Zeigen klauen. Dort geht es raus zum Rollfeld. Ich habe eh so wenig zu sagen in diesem Adventure hier. Wenn ich alles richtig mache, wird sie sich automatisch öffnen. Ja, dann geh doch bitte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So. Der Eiffelturm. Ein hässliches Metallgerüst. Ich verstehe den Eiffelturm nicht. Was ist das? Was macht der? Als Kind dachte ich immer, das wird noch was. Als Kind dachte ich immer, der ist deswegen so im Zentrum, immer wenn man Paris sieht oder sowas. Oder gilt als sowas Besonderes, weil da was ganz Tolles gebaut wird. Ich dachte, das ist ein Gerüst. Da wird noch was total Cooles gebaut. Ich wusste nicht, was es werden soll, aber ich war gespannt. Dann habe ich schon langsam realisiert, da wird gar nichts mehr gebaut. Das Ding ist fertig. Und seitdem verstehe ich nicht, was das soll. Ist halt so, sieht halt aus wie ein riesiges Baugerüst, oder? Als wäre es einfach nicht fertig. Ich meine, ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nicht mein Geschmack. Le Condom. Ein Zigarettenkondom-Zahnbürsten-Kaugummi-Automat. Alle Dinge, die man in einer Großstadt zum Überleben braucht. In einer Maschine. Und das ist so großartig, man will davor in die Knie gehen. Sehr gut. Da hatte ich mal eine Idee. Damals, vor 10 Jahren oder so, hätte ich vielleicht mal machen sollen, ne? Die Idee darf mir gern jemand klauen, aber beteiligt mich dann bitte mit einem Prozent oder so wenigstens. Und zwar ein Party-Emergency-Kit. Das soll möglichst klein sein, wie ein Geldbeutel in der Größe, dass man es gemütlich in eine Hosentasche stecken kann. Und da drin soll eine Einwegzahnbürste, eine kleine mit ein bisschen Zahnpasta sein, also so ein kleines Päckchen, eine frische Unterhose,
ein Kondom. Noch was? Ein paar Sachen habe ich mir da ausgedacht, die man vielleicht auf engstem Raum zusammenfalten und quetschen könnte. Aber das ist ja schon mal gut, die vier Sachen. Da war aber noch was, dachte ich. Aspirin, genau, natürlich. Ein Aspirin ist noch mit drin. Das alles möglichst billig und möglichst kompakt. Als Party-Emergency-Kit kann man sich mitnehmen, damit man am nächsten Morgen, was auch immer passiert, vorbereitet ist. Habe ich mir gedacht, ist vielleicht eine coole Idee. Es war zu einer Zeit, eben vor 10, 15 Jahren oder so, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Party gemacht. Da ist mir die Idee gekommen. Ich hätte sowas gern gehabt, nämlich immer. Köstliches, auf Zimmertemperatur gebrachtes, nach Plastik schmeckendes Wasser. Na, wenigstens kostenlos. Oh, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil so ähnlich geht's mir mit dem Spiel hier. Ich finde das teilweise echt ganz nett. Also, teilweise finde ich es total doof und ich finde die Dialoge furchtbar, ey. Und die Rätsel sind ganz nett und so, es passt schon. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir immer so, naja, es ist kostenlos, ne? Es ist ein Fanprojekt, ein kostenloses Fanprojekt. Da darf ich nicht zu anspruchsvoll sein. Dafür ist es schon ganz cool, denke ich mir immer. Dafür ist es sogar wirklich cool, dass das irgendwelche Leute halt so privat zu Hause neben ihrem Hauptberuf wahrscheinlich zusammengeschustert haben. Dafür ist es super sogar. Ich habe gerade keinen Durst, aber danke, dass du dich so um mich sorgst. Eine französische Illustrierte. Von Mode über gutes Essen ist alles dabei. Wenn ich mich jetzt mit den Topmodels und den neuesten Gerichten auseinandersetze, ist der Tag gelaufen. Außerdem kann ich kein Französisch. Ich kann kein Französisch. Sieh an, sieh an, ein falscher, echt französischer Schnauzbart. Nein, momentan will ich den Bart nicht anlegen. Aber das ist echt schade, man kann den nicht verkleiden, den Zack. Bei dem Hut habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so gehen wird wie im letzten Teil, dass wir sein Aussehen verändern. Und jetzt geht's mit dem Schnauzer auch nicht. Naja. Wahrscheinlich, weil sie da zu viele Animationen... Ich meine, das ist ja offensichtlich, ist der ja eine Gliederpuppe, wenn ich das richtig sehe, ne? Ich weiß nicht, wie viel verschiedene... Weil so ist das Gesicht nur gespiegelt. Genau, schräg von vorne gespiegelt, von der Seite gespiegelt. Eigentlich hätte man nicht so viel machen müssen. Aber trotzdem, pro Item, das man ihm anziehen muss, 3 neue Bilder im Grunde. Naja, war ihnen dann doch wohl zu viel Arbeit. Haben sie nicht mehr geschafft. So, nun habe ich sämtliche Weinbars, Bistros, Brasserien, Restaurants, Pubs und Teesalons, die ich in Paris finden konnte, nach Dr. Levy abgeklappert. Gar nicht so einfach, eine einzelne Person in einer Stadt mit 2.125.246,5 Einwohnern zu finden. Naja, wenigstens habe ich jetzt etwas mehr im Magen als die paar Erdnüsse, die ich im Flugzeug bekommen habe. Aber zurück zum Thema. Alles führt hierher. Hier ist sozusagen der Punkt, an dem sich alle Linien kreuzen. Das Ende meiner Suche ist nah. Jetzt muss ich diesen Dr. Levy nur noch aufspüren. Schade, dass ich nicht weiß, wie er aussieht. Na, dann wollen wir mal. Gut, dass er mich daran erinnert, was ich hier eigentlich mache. Ich bin nur hier, weil ich zufällig ein Benehmenbuch gefunden habe. Für Frankreich. Sie ist schon etwas älter und macht einen einladenden Eindruck. Da geht's wohl rein. Der isst den Fisch. Interessant. Und der da hinten hat irgendwie eine blaue Suppe. Gargamel, Schlumpfsuppe. Naja, reden wir mal mit dem Kellner. Ein französischer Kellner. Er personifiziert alle französischen Klischees. Das war mein erster Commander Shepard. So ziemlich genau das Klischee von diesem unfreundlichen französischen Kellner, wie wir es hier sehen. War mein erster Commander Shepard. Der hatte genau den gleichen Gesichtsausdruck, wie der hat und genau den gleichen Schnauzer. Und ich habe in den Dialogoptionen immer darauf geachtet, dass er möglichst arrogant und unhöflich ist. Das war ein ziemlich guter Shepard.
das sieht ziemlich uninteressant aus. Bonsoir. Ich hätte gern einen Tisch für 20 Personen. Sehen Sie sich schön. Ich habe keinen Tisch mehr frei. Als ob in Paris ein Kellner Deutsch sprechen würde. So ein Quatsch. Glaube ich nicht. Und für eine Person? No. Aber ich habe reserviert. Wie ist der werte Name? McCracken. Zachary McCracken. Ich bedauere. Der Name steht nicht auf meiner List. Aber ich habe ganz sicher vorhin angerufen. So, dann hat der Mistralwind ihren Namen von der List geweht. Ich bedauere, es ist kein Platz mehr frei. Eigentlich will ich in diesem schäbigen Restaurant gar nicht speisen. Und ich wette, dass auch keiner meiner Gäste möchte, dass Sie ihr speisen. Au revoir, ich gehe, aber halten Sie mir eine Kaltspeise warm. Wie Sie meinen. Das geht wohl kaum. Bonjour, Monsieur. Herrlich, diese lauschige Sommernacht. Darf ich Sie auf einen 96er Chateau Brisson einladen? Oh, sehr gerne. Da merkt man doch gleich die gute Erziehung. Ich bin Ihnen zutiefstem Dank verpflichtet. Meine Eltern haben sehr viel Wert auf eine gute Erziehung gelegt. Sie sehen wie jemand mit exquisitem Geschmack aus. Mögen Sie mir nicht bei meiner Entscheidung behilflich sein? Es ist mir eine Ehre. Ich habe gehört, dass zu dieser Jahreszeit die Hechte besonders gut sein sollen. Sie kommen aus den Seen Schottlands, den weiten Weg an die nahegelegene Küste, um sich zu paaren. Durch den weiten Weg sind sie hier schließlich besonders mager und nährstoffreich. Daher empfehle ich La Soupe des Brochets. Ich wusste, Sie kennen sich aus. Ein fabelhafter Vorschlag. La Soupe des Brochets. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Mein Chauffeur erwartet mich schon. Ich werde noch auf einem wichtigen Empfang in Versailles erwartet. Aber bitte, auch wenn es schade ist, einen so gebildeten Konversationspartner entbehren zu müssen, aber ich rieche auch schon La Soupe des Brochets. Ich werde dem Kellner Ihre Bestellung mitteilen und wünsche Ihnen einen Bon Appetit. Vielen Dank, sehr liebenswürdig. Ich habe mir schon gedacht, dass ich auf den das Buch anwenden soll, ne? Der sah schon so aus, aber jetzt rede ich wieder mit dem Kellner, oder wie? Bonsoir. Ich möchte gern einen Job als Kellner haben. Bewerbungen nehmen wir nur beim Eingang der Lieferanten entgegen. Schließlich wollen wir die Gäste nicht belästigen. Bonsoir. Sie scheuern noch das Holz durch. Eine Unverfrorenheit. Es muss blitzen und blinken. Wir legen höchsten Wert auf Sauberkeit und Hygiene. Oh, so spät schon? Ich muss gehen. Ich muss noch zu einer Weinprobe. Salute. Salut. Ich sollte ihm lieber seine Suppe bringen. Er wartet schon. Ich glaube, ich brauche erst einen Job als Kellner, ne? Damit er seine Suppe kriegt. Sagen Sie, sind Sie zufällig Dr. Giulio Levi? Wie bitte? Wissen Sie, das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Im Moment bin ich vorrangig jemand, der ein ganz großes Problem hat. Ein Problem? Was denn für ein Problem? Vielleicht kann ich Ihnen ja ein wenig unter die Arme greifen. Nun, als ich heute Abend ausging, um dieses Restaurant aufzusuchen, habe ich leider vergessen, meine Geldbörse einzustecken. Und gerade nach dem 10. Gang ist mir das aufgefallen. Aber kann man denn hier nicht anschreiben lassen oder mit Karte bezahlen? So einfach ist das nicht, mein Lieber. Der Restaurantbesitzer ist für seine kompromisslose Einstellung gegenüber Zechbrellern bekannt. Wenn Sie mir helfen könnten, wäre ich Ihnen zutiefst dankbar. Mir scheint, alle wollen immerzu nur das eine von mir. Mein Geld. Natürlich helfe ich Ihnen. Hier meine Cashcard. Vielen Dank für das Angebot, aber leider hilft mir das nicht weiter. Wissen Sie, die Franzosen sind ja an sich schon ein eigensinniges Volk. Doch besonders die französischen Traditionalisten sind jeglichen Neuerungen gegenüber vollkommen unaufgeschlossen. Wissen Sie, dieses Restaurant gibt es bereits seit dem Spätmittelalter.
Und hier bezahlt man ungelogen noch immer mit der Urwährung, dem Franc. Und natürlich sind auch moderne Plastik- bzw. Cashkarten hier nicht akzeptiert. Wenn Sie mir helfen wollen, müssen Sie wohl oder übel den Kellner ausschalten. Ausschalten? Wie meinen Sie das? Soll ich ihn etwa umbringen? Na, vielleicht können Sie ihn ja vorerst ein bisschen weichklopfen. Weichklopfen? Also verprügeln, meinen Sie? Vielleicht hat er ja ausnahmsweise einen guten Tag und Sie können ihn überzeugen, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Ich werde mein Bestes geben. Aha. Na gut, Leute, machen wir hier mal für heute Schluss. Machen wir mal einen Strich drunter. Speichern und beim nächsten Mal ist das nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.